Moin Leute, bin heute wieder mit Klaus unterwegs. Wir machen so eine kleine Rundreise heute mal und starten mit dem Strand hier. Wunderschöner Wellengang. Klasse Meerrauschen. Und Klaus ist ja ein begeisterter Kitesurfer und der hinten, wo die Schirme stehen, das surft er normalerweise. Allerdings nicht viel Wind heute. Der Kite School war ich auch schon mal, längere Zeit her. Ich spreche mit dem Mike von der Kite School hier. Der TBA Kite Schule in Hua Hin, genau. Und du betreibst ja schon ziemlich lange, ne? Wir sind seit 2001 jetzt hier und ich arbeite mit TBA seit ein bisschen mehr wie 9 Jahren jetzt mittlerweile. Und ja, wir haben uns erweitert von der Kite Schule. Wir machen mit Wingfoilen, E-Foilen, Surfen heute, ist wunderschöne Welle, super für Anfänger. Ja. Also eine Mischung aus allem. Aber wenn euch langweilig wird, dann wisst ihr, wo ihr vorbeischauen müsst, bei unserer KVA. Ja, weniger für mich. Ich bin wasserscheu und habe Angst am Wasser. Aber es gibt einige, die kenne ich, die kalten ja auch durch die Gegend rum. Und ihr habt auch Kite-Zubehör, ne? Wir verkaufen auch Kite-Zubehör von Cabrinha, Noah, Sepuan, Ozone. Alles Mögliche von Kites bis Bretter, Foils, Wingfoils. Alles, was das Herz begehrt oder was man so brauchen könnte. Und mal eine Frage von dem Jans Dumm, wie lange dauert das, wenn man auf so einem Ding stehen kann und ein bisschen halten kann? Also da würde ich immer mal anfangen mit dem Anfängerkurs. Der teilt sich normalerweise auf 3 Tage aus und da lernt man die ganzen Basics kennen, damit man die ersten paar Meter ins Fahren kommt. Mhm. Natürlich ist man dann noch nicht der Profi, aber man ist dann bereit, dass man selbstständig weiterüben kann. Ja. Also da kriegt die ganzen Kenntnisse, die Basiskenntnisse von uns damit. Das selbstständig sei, ist sicher. Noch eine wichtige Frage zum Preis. Preis, Anfängerkurs sind 11.000 Baht. Wir machen das alles im Privatunterricht, also ein Schüler pro Lehrer, keine Gruppenunterrichte. Ja. Somit lernt man schneller und ist auch sicherer. Da ist Equipment mit inbegriffen, alles versichert natürlich und eine ICAO-Kite-Lizenz ist auch mit dabei. Also ein Komplettpaket. Ihr braucht nur noch euch, sonst kriegt ihr alles von uns. Alles klar, da bedanke ich mich. Ja, bitte, gerne, hat mich sehr gefreut. Ja, Leute, am Strand langs laufen ist nichts für mich. Und wir wollten eigentlich ein anderes Café. Aber abgebrochen. Erstens war da alles geflutet. Ich bin mit Straßenschuhen unterwegs. Also sind wir wieder an der Kite-Schule gelandet. Und trinken uns hier irgendwie was Kühles. Hatte ich eben vergessen zu sagen, hier an der Kite-School, da gibt es auch ein kleines Restaurant, kühle Getränke und so weiter. Und natürlich das Geschäft, wo Mike eben drüber sprach, mit jede Menge Equipment. Ich hatte natürlich mal wieder keinen Plan vor, aber da hinten sind wieder Boards und hier ebenfalls noch und diese, keine Ahnung, Stricke da. Ja Leute, man entdeckt immer wieder was Neues durch andere Leute. Und hier war ich noch nicht, in diesem Restaurant, Café, whatever. Und dort den Strand, keine Ahnung. Aber sieht ja richtig gut aus mit dem Bergmassiv im Hintergrund.
mittlerweile sind wir im Taukosa Forest Park. Bin ja nicht zum ersten Mal. Und hier Kaukalok Beach. Sind alles so kleine Höhlen hier. Also man kann da nirgendwo allzu weit rein. Kosakis. Also hier ist natürlich wesentlich ruhiger als in Hua Hin. Kakteen da, noch eine kleine Höhle, und wer es sich zutraut, darf da gerne hochlaufen. Ich versuchte das mal vor einigen Jahren, gab aber dann auf. Wer die etwas weitere Anfahrt in Kauf nimmt, hat an dem Strand noch ziemlich seine Ruhe. Kleinigkeiten zu essen findet man ebenfalls. Das ist dann die etwas schattigere Seite, alles nicht so aufgeräumt. So Leute, für heute die letzte Location, ist brütend warm und die Kinder sind im Hintergrund und die kann man kaufen oder auch mieten. Und wir sind jetzt hier zum Carapace unterwegs, ist wohl ein Café der etwas gehobeneren Klasse. Der ganze Komplex hier soll zu dem Café gehören, liegt wohl direkt an der Beach. Ja, das sieht ja richtig toll aus, Café mit Swimmingpool, keinen Plan. Dort dazu den Kondos gehört. Ja, da ist man also direkt am Strand. War sehr ruhig hier. Ja, jetzt sind wir mal hier so eine Empore gelaufen. Kann man das Inselchen sehen. Da schwollt wieder auf der Nase. Hier kann man auch Grundstücke kaufen wahrscheinlich. Und hier oben auf der Empore ist absolut nichts. Kein Stuhl, kein Tisch, kein gar nichts. Ich moderiere schon mal ab, Leute. Wirklich zu heiß. Wir fahren jetzt Richtung Heimat. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.